Kapitel 3. Im Heim des Feindes. Von Schweiß durchtränkt und mit Tränen in den Augen erwachte Flamme, inmitten eines weiten Waldes. Ein kleiner See spielte das Licht, welches durch die Baumwipfel fiel, um dem Ort zumindest etwas Licht zu schenken. Auch fielen zwei Pokémon in den Blick des Vulpix, während dieser sich fühlte, als würde sein Herz immer schneller, immer stärker schlagen, jede Kontrolle über sich selbst verlieren. Ohne überhaupt nachzudenken, griff das Vulpix in seinen Beutel, nahm eine ganze Pfote an Kräutern heraus, welche er sofort zerrieb. Als der Duft seinen Verstand erreichte, schien das Licht der Sonne greller, die Farben des Waldes heller. Der Puls des Vulpix wurde ruhig. Und das Gedankenkarussell hörte auf, sich zu drehen. Erst jetzt achtete Flamme wirklich auf die beiden anderen Pokémon. Auch wenn das Zuhören ihm immer noch schwer fiel. Flamme, was zur Hölle tust du? Was ist auf einmal mit dir passiert und weshalb nimmst du so viel Telizium? Auch Sol dachte sich offensichtlich sein Teil, sprach jedoch nicht aus, was er wirklich fühlte. Es ist gerade nicht so wichtig. Was gerade passiert ist, es ist nicht so wichtig. Mit einer Pfote immer noch den Geruch des Krautes an dieser klebend, wischte sich das Vulpix die Tränen weg. Jetzt bin ich wieder da. Alles gut. Entspannt euch. Es schien nicht, als hätte eines der beiden Pokémon auch nur irgendwie Interesse daran, sich zu entspannen. Aber gleichermaßen unterdrückte Absol, was er alles sagen wollte. Vermutlich für einen späteren Zeitpunkt. Na dann. Also, ich schätze, wir sind im Weltenbaum des Sternlichtes angekommen. In der Zweigwelt, wie Lunala meinte. Einer Zweigwelt. Was weiß ich, wie genau die Weltenbäume funktionieren. Jetzt müssen wir, naja, halt einen Weg finden, in die Wurzelwelt zu gelangen. Gedanken an die Worte Infernus kamen Flamme wieder ins Gedächtnis. Doch sofort verdrängte er sie wieder. Woher wüsste er denn überhaupt, dass sie stimmten? Gerade wollte das Vulpix seine innere Flamme sowieso vergessen. Der bloße Gedanke daran ließ seinen Kopf dröhnen. Also, wenn wir keine Ideen haben, werde ich einfach denselben Ansatz nehmen, den ich und Flamme im Weltenbaum des Lunan hatten. Loslaufen und hoffen, dass wir irgendwo auf Leben stoßen. Und wenn wir das tun, dann können sie uns hoffentlich weiterhelfen. Eine bessere Idee habe ich auch nicht. Also, auf geht's. Das Trio begann so die Reise, langsam voranschreitend. Wobei es Flamme ungewöhnlich schwer fiel, nicht über jeden Ast zu stolpern, da er seine Aufmerksamkeit stattdessen auf die irrelevantesten Sachen lenkte. Hin und wieder empfing er dafür einen Blick über die Schulter von einem der anderen beiden Mon. Doch sie beide kannten sowohl die Ursache als auch den Fakt, dass es keinen Zweck hätte, mit Worten etwas bewirken zu wollen. Stattdessen mussten sie für den Moment tolerieren, dass das Vulpix sich nur hinter ihnen herzog, während der Wald schier endlos weiterzugehen schien. Wobei es auch nur so schien. Faktisch war der Wald nicht sonderlich groß. Nur die Geschwindigkeit der Gruppe war sehr langsam. Trotzdem erreichten sie bald darauf den Rand des Waldes. Jedoch hatten sie diesen auch schon etwas vorher ahnen können. Nach ihrer Reise durch die Wurzelwelt Lunalas hatten sie alle kennengelernt, wie der einzigartige Geruch des Meeres selbst den Duft des Waldes überdecken konnte und wie das Rauschen der Wellen das Gemüt beruhigte. Denn sie erreichten am Waldrand eine Klippe, bei welcher Flamme beinahe ein Absol reinrannte, als dieser plötzlich stehen blieb. Das Unlicht-Pokémon blickte hinab auf das
endlose Wasser, die Felsen zu seinen Füßen sehend. Hier geht es nicht weiter. Wir sind am Ende des Landes angekommen. Und jetzt? Es kann nicht sein, dass dieser Ort nichts als Wald ist. Es muss Leben geben. Vermutlich sind wir einfach in die falsche Richtung gelaufen. Ich würde sagen, wir folgen jetzt der Küste. Dann verirren wir uns nicht im Wald und am Wasser haben wir eine höhere Chance, tatsächlich jemanden zu finden. Sind wir uns da einig? Die Einigkeit ging so weit wie möglich. Was hieß, dass Absol einverstanden war und Flamme mal wieder nicht zugehört hatte. Dementsprechend sollte der Weg nun weiter an der Küste entlang führen. Mit gewissem Abstand, damit keine Unfälle geschahen, solange manche Pokémon mit den Gedanken doch eher woanders waren. So folgten die drei also der Küste am Rande des Waldes entlang. Der Blick die ganze Zeit auf die ewigen Weiten des Meeres gerichtet. Glaubt ihr, dass sich an diesem Ort auch etwas irgendwo in diesem ewigen Wasser befindet? Könnte es wirklich sein, dass Pokémon an Orten leben, die kein Pokémon je zu Fuß erreichen könnte? Diese Worte ließen auch Flamme etwas aufschrecken, lenkten seine Aufmerksamkeit sofort auf sich. Ohne wirklich über die Quelle seines Wissens nachzudenken, platzte es ihm heraus. Natürlich gibt es auch woanders, Mon. Wir werden ja auch selber noch übers Meer wissen. Müssen wir das? Überzeugt waren weder Absol noch Sol. Doch beide entschieden sich, es bei diesem simplen Ausdruck des Zweifels zu belassen. Ich meine, unmöglich ist es nicht. Wer weiß, ob sich auf diesem Kontinent ein Weg in die Wurzelwelt findet. Oder ob überhaupt irgendwo. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis die Unendlichkeiten aus Wald und Wasser ein Ende fanden. In der Ferne schienen die Klippen zu enden. Eine Art kleines Tal in der Erhöhung entstand. In jenem zeigte sich ein Strand, ähnlich jenem, welchen das Trio bereits aus dem Weltenbaum des Lunaren kannte. Einen großen Unterschied gab es jedoch. Es war keine friedliche Weite, unbewohnt, doch naturschön. Stattdessen standen seltsame Gebilde an manchen Stellen. Ein Steg ragte viele Meter ins Wasser. Etwas weiter in Richtung des Wassers, dort, wo der Sand sich durch Gras ersetzte, begannen die Häuser mehr und größer zu werden. Auch hinauf den Hügel, welcher bis zur selben Höhe führte, an welcher sich die Reisenden wiederfanden. Ganz oben, direkt an einer Klippe, stand das wohl auffälligste Gebäude. Eine Art Zelt in seltsamsten Mustern. Sollte das schon wieder ein Pokémon darstellen? Warum zur Hölle gab es überall Gebäude, die aussahen wie Pokémon? Aber diese Fragen waren nun nicht die allerwichtigsten. Stattdessen waren Absol, Flamme und Sol nun vorerst an jenem Ort angelangt, welcher ihnen Antworten bringen sollte. Na also, hat doch alles funktioniert. Das hier ist dann wohl, wie sie die Städte in der Ecke bauen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer uns helfen kann. Inzwischen hatte sich auch das Vulpix wieder etwas gefangen, konnte sich wieder besser auf die Dinge konzentrieren, die ihnen gerade tatsächlich weiterhelfen sollten. Und genau deshalb begann er auch wieder mehr zu hinterfragen, was er scheinbar wusste. Inferno hatte von einer Gilde erzählt. Es würde nur Sinn machen, wenn es sich bei dieser um das seltsame Zelt handelte. Aber was, wenn er auch einfach gelogen hatte? War es eine Fallade und niemand dort wäre hilfsbereit? Wären sie vielleicht sogar eher von Omegon informiert und es war eine Falle? Erwarteten die Pokémon dort am Ende sogar die Reisenden eines fernsten Ortes? Aber
Gleichzeitig mussten sie ja auch irgendwas probieren. Wenn ihr mich fragt, dieses Teil da, dieses Zelt sticht doch bestimmt nicht grundlos so heraus. Es muss in irgendeiner Weise bedeutend sein, also will ich zuerst dort nachgucken. Kurz zögerten seine beiden Mitreisenden. Anscheinend eher unsicher, ob sie den Worten des Vulpix wieder Vertrauen schenken konnten. Allerdings schienen sie in diesem Falle zustimmen zu können. Da ist wohl was dran. Also, das Zelt zuerst. Gerade wenn es wirklich der richtige Ort ist, müssten wir sonst erst darunter an den Strand und danach wieder den Hügel hochklettern. Und das muss wirklich nicht sein. Wenn ihr euch scheinbar eh so einig seid, dann werde ich nicht derjenige sein, der was dagegen sagt. Mit dieser Frage schnell geklärt, begaben sich die drei so zu jenem eigenartigen Zelt. Direkt am Eingang zeigte sich jedoch ein Problem. Obwohl dieses Gebäude im Prinzip nur ein Stofftuch war, war der Eingang extrem gesichert worden. Ein massives Stahltor, heruntergelassen, blockierte den einzigen Eingang, der keine Zerstörung benötigte. Durch die Lücken im Gitter konnte das Trio sehen, dass sich dahinter nichts befand als eine Leiter in den Untergrund. Allerdings gab es auch eine Sache hier, auf die die drei nicht achteten, bis unter ihnen eine Stimme aufschallte, die Flamme aufschrecken ließ. Pokémon, tritt auf das Gitter, wenn du dich identifizieren und eintreten willst. Nach kurzem Schockmoment warf Flamme einen Blick zu seinen Begleitern und trat auf ein Gitter, aus welchem die Stimme zu entspringen schien. Erkannt, Vulpix, bist du alleine gekommen. Wir sind drei. Vulpix, Absol, Fukano. Jenes Fukano wirkte nicht sonderlich begeistert davon, dass Absol gegenüber der Gilde seine Identität als solches scheinbar aufrechterhalten wollte. Sie anlog, statt zumindest seine eigentliche Spezies zu verraten. Vulpix, Absol, Fukano. Notiert. Was führt euch zur Hubbelup-Gilde? Hubbelup-Gilde? Also gab es hier wirklich so einen Ort, wie es Inferno gesagt hatte? Dann wäre das hier vermutlich der beste Ansatzpunkt. Wir sind nicht aus der Gegend und hatten auf Informationen gehofft. Für den nächsten Moment folgten keine Worte. Lediglich seltsames Piepen ertönte von unterhalb des Gitters. Jedoch verklang dieses nach einigen Momenten erneut. Und dieselbe robotische Stimme ertönte. Alles klar. Eintritt wird gewährt. Tretet die Leiter nach unten. Im Hauptsaal wird euch ein Mitglied unserer Gilde empfangen, das diesen Ort in- und auswendig kennt. Es verging noch ein kurzer Moment, dann begann sich langsam und lautstark das Gitter zu öffnen. Also dann, sind wir uns sicher, dass wir da runter wollen. Wir wissen nicht sicher, ob die Mon hier von Omegon bereits gehört haben, dass wir kommen. Am Ende laufen wir geradewegs in eine Falle. Oder wir bekommen wichtige Informationen. Wenn es eine Falle ist, dann prügeln wir uns eben heraus. Verbal oder, wenn's sein muss, auch mit Gewalt. Kommt! Flamme tat zuerst einen Schritt auf die Leiter. Nach und nach stiegen die drei also hinab und fanden sich bald in einem eigenartigen Raum wieder. Auf dem Boden wuchs Gras und das inmitten einer ausgehöhlten Klippe? Der Raum als solcher schien beinahe größer als die ganze Stadt. Zudem führten in die meisten Richtungen weitere Türen, offensichtlich zu neuen Räumen. Die einzige Richtung, in welcher dies nicht galt, war jene, in welcher die Wand voller Fenster war, da dort die Klippe endete und einen Blick über Stadt und Ozean bot.
Unzählige Pokémon gingen ihrem Tagwerk nach, liefen umher durch die Räume, trugen Dinge umher. Dieser Ort schien wahrlich eine kleine Stadt zu sein. Unter all den wild umherrennenden Pokémon schien es jedoch eines zu geben, welches die Gruppe überhaupt zu beachten schien. Ein eher kleines, aber langes, vierbeiniges Pokémon mit Streifenmuster. Hallo, willkommen in der Gilde. Magneson hat mir gesagt, dass ihr eine Gruppe an Pokémon hier nach Informationen sucht. Das müsst ihr sein, oder? Mein Name ist Geradax, langjähriges Mitglied der Gilde und Stellvertreter von Gildenmeister Simsala. Nach dieser Begrüßung gab es nun eine große Frage, welche sich die Gruppe stellte. Sol war jedoch der Einzige, der es für sinnvoll hielt, sie tatsächlich auszusprechen. Wenn euer Gildenmeister ein Simsala ist, warum genau heißt das dann hier Hubbelupf-Gilde? Flamme konnte sich die einzig logische Antwort schon denken. Der Stellvertreter wirkte jedoch geduldiger. Das liegt natürlich an Simsalas Vorgänger, Gildenmeister Hubbelupf, der diese Gilde gegründet und für viele lange Jahre geleitet hat, bis er nach dem vermeintlichen Tod zweier junger Gildenmitglieder zurücktrat. Auch wenn sich später herausgestellt hat, dass die beiden noch gelebt haben. Inzwischen ist der alte Herr leider von uns gegangen und hat die Gilde dem heutigen Gildenmeister vermacht. Auch vermacht hat er sein Schiff, da er nach seinem Rücktritt lange Jahre Kapitän eines historischen Schiffes war, welches wir als Kreuzfahrtschiff nutzten. Dies hat er der Tochter der beiden Todgeglaubten vermacht, die seitdem das Schiff leitet, das einst für die Reise ihrer Eltern entstanden ist. Hubbelupf ist ein großer Teil der ruhmreichen Geschichte dieser Welt. Das ist ja alles schön und gut, aber wir sind für Informationen hier und keine der historischen Art. Ach ja, Verzeihung. Reden nur gerne von der damaligen Zeit. Also, Magneson meinte, ihr wärt nicht von hier, ja? Wovon genau soll ich dann erzählen? Wollt ihr einen Stadtrundgang? Soll ich erklären, was unsere Gilde macht? So viele Worte. Und das Ganze für so wenig Bedeutung. Nichts dergleichen. Wir wollen weiterreisen. In die Wurzelwelt. Wie kommen wir dorthin? Die Wurzelwelt? Oh, das wird ein Problem werden.